Du folgst also G, hä? Deabonniere ihn. Ich sagte, du sollst deabonnieren. Du bist am Arsch. Du sagst also den Leuten, dass sie mich deabonnieren sollen. Weißt du, was mit denen passiert, die nicht abonnieren? Schauen wir mal, was du dir so anschaust. Nun leide. Ich bin Man in the Mirror. Botox für den Glow. Baby, ich bin frisch gebotox wie ne Ho. Ich weiß nicht, wie es euch geht, Freunde, doch in meinen Augen haben die letzten Battlefield-Teile ordentlich reingeschissen. Der letzte gute Teil war Battlefield 1, das ein absolutes Meisterwerk war, das seinesgleichen sucht. Dasselbe gilt auch für Battlefield Bad Company 2. Ich kann mir echt nicht erklären, wieso die Server von so einem grandiosen Spiel abgeschaltet wurden. Statt hier einfach ein Remake von Bad Company 2 rauszuhauen, das ein absoluter Selbstläufer wäre, hauen sie einen beschissenen Teil nach dem anderen raus. Ich meine, hier müssten sie nicht mal großartig was ändern. Vielleicht würde sogar ein Remaster völlig ausreichen. Die Story ist top, der Multiplayer absolut geil, also auf was zur Hölle wird hier gewartet? Dino Crisis sollten unter euch Gamern wirklich nur die etwas Älteren kennen. Dieses Spiel ist der Albtraum für jeden, der Angst vor Dinos hat, doch ein absoluter Traum für jeden, der schon mal einem Velociraptor mit einer Schrotflinte in die Fresse schießen wollte. In diesem Spiel aus dem Hause Capcom sind wir Teil einer Special Forces Truppe und müssen es schaffen, auf einer Insel zu überleben, da die Regierung hier Dinos versteckt hat. Frag mich bitte nicht, wie zum Fick diese Dinos auf dieser Insel gelandet sind, das Ganze ist schon viel zu lange her. Jedenfalls gab es ja auch einen zweiten sowie einen dritten Teil, doch die Reihe wurde leider nie so erfolgreich wie Resident Evil und wurde einfach fallen gelassen. Das werdet ihr in diesem Video sicherlich von mir öfter hören, doch ein Remake dieser Spiele wäre absolut geil. Resident Evil Code Veronica ist wohl das Resident Evil Spiel, wo die gesamte Fanbase zustimmen würde, dass es definitiv ein Remake braucht. Da das Spiel auch zwischen Teil 2 und 3 spielt, hätte sich in meinen Augen Capcom direkt an diesen, statt an Teil 3 ranmachen sollen. Hier dreht sich die Story rund um Claire Redfield, die schon im zweiten originalen Teil, sowie im Remake nach ihrem Bruder Chris Redfield sucht. Dieses Spiel in der heutigen Resident Evil Engine wäre wirklich ein Traum und wie auch bei vielen Spielen hier auf der Liste, ein absoluter Selbstläufer. Für dieses Spiel habe ich zwar keine super coole Abschlussszene, aber dafür eine Szene, wo Claire, also die Hauptcharakterin, und ihr Kumpel einem Monster zuschauen, wie er sich verwandelt und der Kumpel dann gebitslappt wird. Ich meine, was gibt's Besseres als Typen oder dumme Idioten, die gebitslappt werden? Das ist doch mal ein Like wert. Abonnier den Kanal an dieser Stelle. Muss immer gesagt werden. Need for Speed Most Wanted muss definitiv hier auf diese Liste. Freunde, dieses Spiel ist, glaube ich, von jedem Need for Speed Fan ein Teil, welchem jeder hinterher heult. Das Fahrgefühl, die Story, die Musik, die Tuning-Optionen, alles war in diesem Spiel einfach perfekt. Ich habe wirklich keine beschissene Ahnung, aus welchem Grund hier nicht einfach ein Remake rausgeballert wird. Die letzten Teile waren ganz gut, doch ich habe aus irgendeinem Grund immer das Gefühl, dass hier das gewisse Etwas fehlt. Übrigens gab es hier angeblich einen versehentlichen Leak von der Schauspielerin, die den Partner von Cross spielt. Die hat wohl mal getwittert, Need for Speed Most Wanted Remake erscheint 2024. Like und kommentiere, wenn du willst, dass Cross und seine Partnerin die meistgesuchten jagen. Doch schon nach einer kurzen Zeit soll der Tweet wohl wieder gelöscht worden sein. Ob hier jemals ein Remake erscheint, steht wirklich in den Sternen. Ich persönlich würde mich sehr freuen, wobei es auch sehr viele gibt, die der Meinung sind, dass dieses Spiel kein Remake nötig hätte. Was sagt ihr dazu?
Def Jam Fight for New York ist so seltsam, dass die Leute, die dieses Spiel nicht kennen, mir nicht glauben würden, dass es existiert. Im Grunde ist das Ganze ein Kampfspiel mit some Story und verschiedenen Combos. Neben irgendwelchen No-Name-NPCs kämpfen wir hier auch gegen Rapper wie Snoop Dogg, Exhibit, Busta Rhymes und auch Fat Joe. Auch wenn diese Charaktere nicht in diesem Spiel wären, wäre das Spiel trotzdem ein absoluter Banger. Die Combos haben richtig reingefetzt und man konnte förmlich die Schläge spüren, die man hier seinem Gegner verpasst hat. Ich kann mir wirklich nicht erklären, warum solche Spiele nicht mehr gemacht werden. Bitte kümmert euch drum, macht ein Remake dieser Spiele. Freunde, ich bin mir fast sicher, dass die wenigsten unter euch Obscure kennen. Obscure 1 und 2 gehören bei mir zu den Spielen, die ich damals mit den Jungs komplett kaputt gesuchtet habe. Die Story ist wirklich simpel. Wir spielen eine Gruppe von 5 Highschool-Schülern, die mitbekommen, dass im Labor der Schule mit diversen ausgewählten Schülern Experimente gemacht werden. Nachdem auch ein Kumpel von uns verschwindet, machen wir es uns zur Aufgabe, rauszukriegen, was hier abgeht. Wir warten in der Schule, bis es nachts wird und machen uns auf die Suche. Doch stellen dann fest, dass überall auf dem Campus Monster sind, die im Grunde mal Schüler waren. Diese verdammt simple und seltsame Story ist zugegeben nicht gerade wirklich gut. Doch das Gameplay, die Musik, die Möglichkeit, es zu zweit durchzuzocken und diese düstere Atmosphäre ist wirklich einfach grandios. Diese zwei Spiele müsst ihr wirklich selber zocken, um zu wissen, was ich meine. Und ich hoffe wirklich, dass irgendwann mal ein Remake und direkt hinterher eine Fortsetzung dieser Spiele folgt. Ich will mich zwar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, doch ich hasse wirklich fast jedes Spiel, das nach irgendwelchen Filmen gemacht wurde. Doch die Herr-der-Ringe-Spiele, vor allem die Rückkehr des Königs, sind hier die absolute Ausnahme. Klar, in diesem Spiel spielen wir zwar viele Szenen aus dem Film nach, doch jeder Charakter hat hier seine eigenen Kombos. Wir können neue Fähigkeiten erlernen und dazu gibt es noch einen Wellenmodus, wo wir eben verschiedenen Gegnern aus dem Spiel auf die Fresse hauen und unsere Charaktere aufwerten können. Alles an diesem Spiel war so gut, dass mein Bruder und ich heute noch von diesem Spiel schwärmen. Natürlich ist es nicht das einzige Spiel. Die zwei Türme, der Vorgänger von Rückkehr des Königs, war genauso geil. Dann gab es noch ein Strategiespiel aus dem Herr-der-Ringe-Universum, das mir persönlich absolut gefallen hat. Doch ich weiß leider nicht mehr, wie es hieß und finde aus irgendeinem Grund dazu nichts. Jedenfalls hätten wir dann auch noch Herr der Ringe die Eroberung. Das Spiel ist 1:1 Star Wars Battlefront, nur im Herr der Ringe Universum. Hier konnten wir verschiedene Klassen an Soldaten oder Orks auswählen und wenn wir besonders krass waren, in die Rolle eines Helden aus dem Spiel schlüpfen. Zu guter Letzt gab es noch Herr der Ringe der Krieg im Norden und hier hatten wir eine komplett neue Story, abseits von den bekannten Filmen. Dieses Spiel flog leider zu weit unter dem Radar und ging auch relativ schnell unter. EA, macht bitte einmal ein Remake von all diesen Spielen ohne Mikrotransaktionen. Freunde, ich muss noch mal ganz kurz reingritschen, um mich bei jedem Einzelnen da draußen von euch zu bedanken. Für jeden, der gerade neu zuschaut oder schon länger dabei ist, vielen, vielen Dank für jeden Like, für jeden Abo, den ihr hinterlasst und natürlich jeden Kommentar. Ich lese mir jeden Einzelnen durch, auch wenn der ein oder andere Bastard seltsam Scheiß schreibt, ich lese mir alles durch. Jetzt folgt sogar ein bisschen cringe Werbung, weil durch eure Hilfe konnte ich einen Partner an Land ziehen und das ist Holy. Vielleicht kennst der ein oder andere da draußen. Holy ist im Grunde genommen ein Energy Drink und Softdrink Ersatz, also ein Booster im Grunde genommen und ist die Alternative dafür, ne? Kein Zucker, kein Taurin, keine Kalorien fast und ja, die Jungs haben mich angeschrieben, haben gemeint, ey G, wie schaut's aus, hast du Bock drauf? Ich so, klar, lass loslegen, aber die wollten mir unbedingt ihr Paket zuschicken, also dass ich mich sozusagen von der in ihrem Produkt überzeuge, bevor ich überhaupt was anfange, das ist ja auch absolut richtig. Also habe ich ein paar Freunde hier rübergerufen, ne, und wir haben es da durchprobiert und wirklich alle haben so ziemlich geschmeckt, bis auf 1, 2, das war Geschmackssache. Sonst haben aus diesen 50 Geschmackssorten, alle waren bombastisch geil, haben super geschmeckt und dementsprechend wurde ich auch davon überzeugt, was Geschmackstest betrifft und kann das in dem Sinne einfach rein herzens aber weiter promoten. Und tut mir leid, falls das gerade ein bisschen ganz so unprofessionell rüberkommt, aber ich bleib authentisch im Gegensatz zu den ganzen 50.000 katzmachenden Bastarden in solchen Freestyle-Gelaber. Jedenfalls wollte ich mich bei euch bedanken und falls ihr mich dabei natürlich unterstützen möchtet, ne, und euch was Gutes tun möchtet, könnt ihr euch gerne ein Starterpaket direkt immer bei dem bestellen und ich halte es auch komplett transparent. Natürlich bekomme ich davon auch ein paar Prozente natürlich davon ab und mit dem Code G5 kriegt ihr sogar 5 Euro Rabatt bei eurer ersten Bestellung von Holy Boostern. Und das war in dem Sinne die cringeste Werbung, die ich jemals gemacht habe. Ich bin voll lange raus da, es war ein langer Tag, ich bin müde. Dementsprechend weiter geht's mit dem Video. Sleeping Dog sollte, soweit ich weiß, ein Nachfolger der True Crime Spiele sein. Doch dann entschied man sich, eine unabhängige, eigenständige Story draus zu machen. Und ich liebe es. Hier spielen wir Wei Shen, der sich als Undercover-Polizist unter eine Bande mischt, um wiederum eine andere Triadenbande hops zu nehmen. Dieses Spiel ist wirklich fast in allen Bereichen absolut genial, bis auf die Open World, die etwas leer ist.
Neben der absolut nicen Story hat dieses Spiel Autorennen, Hahnkämpfe, Martial Arts Clubs, wo man sich um Geld schlägern kann, Karaoke, Poker und ein paar andere Dinge. Alleine die Kämpfe in diesem Spiel sind absolut nice, da man sich eben verschiedene Martial Arts Künste aneignen und den Gegnern auf die brutalste Art und Weise auf die Fresse hauen kann. Stand back. Bei diesem Spiel muss ich etwas flunkern, da ich mir hier nicht direkt ein Remake, sondern unbedingt einen zweiten Teil wünsche. Natürlich hätte ich auch nichts gegen ein Remake. So oder so, dieses Spiel hat bei mir den absoluten Legendenstatus. Die drei Prince of Persia Teile, Sands of Time, Warrior Within und Two Thrones sind ein Teil meiner Kindheit. Scheiße, war das schwer auszusprechen. Im ersten Teil spielen wir einen Prinzen, der von einem Typen reingelegt wird und mit einer speziellen Klinge die Sande der Zeit aktiviert. Dadurch werden alle Männer des Prinzen und des Königs zu Monstern, die alles und jeden töten, die ihnen über den Weg laufen. Der zweite Teil dagegen hin ist absolut düster. Hier werden wir von einem Monster gejagt, das der Dahaka genannt wird, da wir damals den Sand der Zeit aktiviert und eben die Zeit manipuliert haben. Dieser Teil kommt mit wohl dem besten Ingame-Soundtrack, das ich jemals in einem Videospiel hören konnte und ist im Gegensatz zum ersten Teil ziemlich blutig. Der dritte Teil schließt die Trilogie damit ab, dass der Prinz den Typen ausschalten muss, der im ersten Teil ihn und seinen Vater reingelegt hat. Alles an diesen Spielen ist und war absolut geil. Doch Ubisoft kriegt bis heute kein richtiges Remake gebacken. Es war mal sogar eins angekündigt samt Trailer, doch das sah so beschissen aus, dass Ubisoft das gesamte Projekt verworfen hat, da sich die Fans aufgeregt haben. Als eine Spielereihe, aus der später Assassin's Creed wurde, verdienen diese Spiele deutlich mehr Respekt und Aufmerksamkeit. Metal Gear Solid 1 war das Spiel, das Hideo Kojima, den Entwickler, in den Legendenstatus katapultiert hat. Hier spielen wir Solid Snakes erstes Abenteuer auf der PlayStation 1, der den Auftrag hat, eine Militärbasis mit dem Namen Shadow Moses zu infiltrieren, zwei Geiseln zu retten und den sogenannten Metal Gear zu zerstören, das im Grunde ein T-Rex-artiger Roboter ist, ausgestattet mit Atomraketen. Wirklich, alles war an diesem Spiel absolut geil. Die Bosse, die Charaktere, die Atmosphäre und natürlich auch der Soundtrack, eine glatte 10 von 10. Zu diesem Spiel gab es sogar schon mal ein Remake mit dem Namen Twin Snakes. Doch aus irgendeinem Grund kam es nur für die GameCube raus und war jetzt nicht so gut, wie sich so einige Fans gewünscht hätten. Bald kommt ja auch der Remake zum dritten Teil raus, also bleibt die Hoffnung bestehen, dass sich die Entwickler auch mal an Teil 1 und 2 ranmachen. Hä? Hä? Fußspuren? Freunde, sicherlich kennen einige unter euch Dante's Inferno. Viele Fans der God of War-Reihe hassen dieses Spiel, da es gameplay-technisch sehr stark an God of War angelehnt ist. Und ja, teilweise stimmt das sogar. Doch ich sag da lieber gut kopiert, statt schlecht selbst gemacht. Jedenfalls schlüpfen wir in Dante's Inferno in die Rolle von Dante, einem Tempelritter, der selbst in die Hölle hinabsteigt, um seine Frau aus den Fängen von Lucifer persönlich zu retten. Dieses Spiel ist so absolut geil, dass es mich bis heute wundert, dass kein Vollidiot auf die Idee gekommen ist, ein Remake aus diesem Spiel zu machen. Wenn ihr wirklich ein Fan von Hack und Slash Spielen seid und dieses Spiel noch nicht probiert habt, solltet ihr dringend mal reinschauen. Help me. No. Freunde, was Open-World-Gangster-Spiele betrifft, kommt natürlich nichts an GTA ran. Allerdings hat es zu der PS2-Zeit, zumindest in meinen Augen, ein Spiel geschafft. Und das ist Der Pate. In diesem Spiel schlüpfen wir in die Rolle eines Mafia-Neulings, dessen Familie von einer Mafia-Familie umgebracht wurde. Wir werden Jahre später in die Familie von Don Corleone aufgenommen und arbeiten uns langsam aber sicher nach oben. Während wir der Story folgen, müssen wir verschiedene Mafia-Banden ausschalten, Schutzgeld erpressen und alles andere, was man halt als ein Mafia-Fuzzi macht. Ich kann euch wirklich nicht sagen, was genau mich da so gepackt hat, doch dieses Spiel hatte dieses gewisse Etwas. Die Schießereien waren absolut nice und die Art und Weise, wie man Schutzgeld erpressen konnte, war nochmal geiler. Jeder, der es damals gezockt hat, weiß sicherlich, was ich meine. Prototype sollte so ziemlich jeder unter euch kennen. Im ersten Teil spielen wir Alex Mercer, der in einem Labor zu sich kommt, während ganz New York von diversen Monstern überrannt wird. Wir stellen auch fest, dass wir plötzlich Superkräfte haben und werden vom Militär und anderen Leuten gejagt. Ab hier ist es unsere Mission zu erfahren, was hier überhaupt passiert ist, warum wir gejagt werden und auch plötzlich Superkräfte haben. In diesem Spiel nutzen wir unsere Kräfte nicht wie die üblichen Superhelden aus dem Marvel- oder DC-Universum. Wir schlitzen, stechen und reißen förmlich alles auseinander, was unserem Ziel im Weg steht. Dementsprechend ist dieses Spiel auch absolut brutal. Es gibt hier wirklich keinen
keinen besonderen Grund, warum ich ein Remake von Prototype haben will. Hierbei geht es mir wirklich nur um den Spaß, das ich mit diesem Spiel hatte. Du kannst einfach dein Hirn abschalten und dich durch eine Horde von Gegnern metzeln. Ich meine, was will man bitte mehr in einer Zeit, wo man bei jedem Spiel gefühlt seinen Arsch abschwitzen muss, um halbwegs Spaß haben zu können? Star Wars The Force Unleashed 1 und 2 sind in meinen Augen die zwei besten Singleplayer-Spiele im Star Wars-Universum. Hier spielen wir Starkiller, einen von Darth Vader persönlich ausgebildeten Schüler, mit dem er irgendwann plant, den Imperator Palpatine zu stürzen. Das Spiel besteht hauptsächlich anfangs aus Missionen, die wir im Auftrag von Vader durchführen. Töte hier und da ein paar Jedis, töte dies, töte das und irgendwann scheint es sogar so, als würden wir zu der hellen Seite der Macht wechseln. Die Story ist super interessant, die Kämpfe sind extrem nice, da man glaube ich sogar diverse Körperteile weglasern kann. Ja, den Scheiß musste ich erwähnen, da in den letzten Star Wars Spielen die Lichtschwerter nicht mehr als etwas heiße Leuchtstäbe sind. Jeder, der die Spiele gespielt hat, wird mir sicher zustimmen, dass wir von den beiden Spielen definitiv ein Remake brauchen. Doch ich kann mir auch vorstellen, dass daraus nie etwas werden wird, da Disney jetzt die Rechte hat. Was wir stattdessen bekommen würden, wäre ein Starkiller, der sich nicht sicher ist, von welchem Geschlecht er sich angezogen fühlt, ein Darth Vader, der sich plötzlich als homosexueller Transgender-Helikopter identifiziert und aus irgendeinem Grund wären C-3PO und R2-D2 ein lesbisches Paar. Damit hätten wir einmal gecancelt werden auch durch. Vielleicht kennen einige von euch noch die Resistance-Reihe. In dieser wird die Welt von einem Alien-Virus geplagt, das russische Wissenschaftler versehentlich freigesetzt haben, als sie die Überreste einer ausgestorbenen Alien-Rasse ausgruben. Einer Spezies, die lange vor den Menschen auf der Erde lebte. Dieses Virus verwandelt Menschen in alienartige Wesen, die nichts Besseres zu tun haben, als die gesamte Menschheit auszulöschen und die Erde wieder zurückzuerobern. Jedenfalls schlüpfen wir hier in die Rolle eines Soldaten, der neben vielen anderen Widerstandstruppen gegen diese Monster kämpft. So simpel auch die Story sein mag, ich habe die gesamte Reihe komplett abgefeiert. Und wenn ich mich nicht täusche, gab es hier sogar einen Multiplayer-Modus, der gar nicht mal so schlecht war. Und da wären wir auch am Ende dieses Videos. Freunde, ich weiß nicht, ob da in diesem Video sich ein paar Fehler reingeschlichen haben. Wenn ja, tut es mir natürlich leid. Ich habe manchmal echt nicht die Zeit dafür, alles nochmal perfekt durchzugehen. Ich mache das so gut wie ich kann, zeittechnisch, sonst wirklich, wenn es nach mir geht, würde ich eigentlich jeden Tag oder alle zwei Tage was hochladen, aber ich schaffe es zeittechnisch momentan einfach gar nicht und da ich noch kein Bastard bin, der das komplette, das ganze Social Media Shit hauptberuflich macht, ich würde es lieben gerne auch beruflich machen, aber irgendwann, hoffentlich irgendwann mal in der Zukunft, dass wir das einfach zusammen alles packen und dann gibt es hier übertrieben qualitativen Content. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was für eine geisteskranke Vision ich habe, so mit was Intros, Outros und diesen ganzen Content betrifft. Immer im Kopf hier drin, aber das sind alles, das ist Zukunftsmusik, ne? So sagt man doch so schön. In dem Sinne, hinterlasst gerne ein Like und abonniert den Kanal für den allerbonörsten Gaming-Content hier auf YouTube. Wir sehen uns beim nächsten Video, mein Freund, euer G.